Wer mich kennt, weiß, dass meine Haare eher lang und dick sind. Und ich weiß im Gegenzug, dass nicht jeder solche Haare hat. Darum gibt's heute mal einen Dutt ganz speziell für feines Haar. Ich kann euch zeigen, wie er geht, aber nicht, wie er bei feinem Haar aussieht. Darum freue ich mich total, dass ich hier ein paar Beispiele von Mädels aus dem Langhaarnetzwerk zeigen kann. Denn bei genauerer Betrachtung sehen wir, dass dieser schöne Dutt bei mir eigentlich ziemlich unförmig aussieht. Ich habe ihn natürlich nicht erfunden, aber ich möchte euch trotzdem gerne zeigen, wie er geht. Um loszulegen, brauchen wir natürlich offenes und gekämmtes Haar. Und einen Haarstab oder eine Forke. Ich persönlich kam mit einer Forke jetzt besser klar bei dem Dutt. Und ich brauche eine eher lange Forke. Mit der grünen Kugel, das ist eine Haarforke, wie ich sie für meine Dutt sonst verwende. Und ihr seht, die Glaskugel, das ist eine ganze Länge länger. Außerdem lässt sie sich weiter zusammendrücken. Und das ist für so einen strammen Dutt besser. Für den Spockbann nehme ich also meine Haare zum Pferdeschwanz zusammen und setze den eher rechts am Kopf an. Und warum heißt dieses Ding jetzt Spockbann? Genau, aufgrund der Art und Weise, wie man seine Finger hält beim Wickeln. Jetzt einmal von oben nach unten über Mittel- und Zeigefinger wickeln. Und je nachdem, wie ihr die Finger jetzt vom Kopf weghaltet, könnt ihr die Größe der Schlaufe variieren. Dann geht's einmal gegen den Uhrzeigersinn um die Basis und über den Daumen. Ab hier alle verbleibenden Längen immer weiter gegen den Uhrzeigersinn um die Basis wickeln. Und sobald ich immer eine Runde habe, nutze ich den Daumen bzw. oben dann die verbleibenden Finger, um das Ganze ein bisschen festzuhalten. Ganz wichtig, am Ende die Spitzen gut unter die Basis stopfen, sodass sie dann auch bis zum Schluss versteckt bleiben. Und dann ganz elegant nach dem Haarstab greifen und den entlang der Finger in die Schlaufe einstechen. Ich stecke die Forke einmal von links nach rechts ganz durch die Schlaufe durch, dabei wirklich am Zeigefinger entlang gleiten und dann zum Kopf hin umklappen. Haare vom Kopf aufnehmen, also an der Kopfhaut entlang, ohne sich natürlich zu verletzen, durch die Basis und dann da, wo mein Finger ist, oberhalb der Schlaufe auf der anderen Seite mit der Forke wieder herauskommen. Ihr seht, Forke passt genau. Wem das jetzt noch zu stramm ist oder zu wenig Volumen, der kann die einzelnen Schlaufen noch ein bisschen breiter ziehen. Wenn nicht, sind wir jetzt fertig mit dem Dutt. Das Gute ist, wer jetzt noch nicht wirklich mitgekommen ist, der kann das Video einfach nochmal gucken. Und nochmal und nochmal. Währenddessen stehe ich hier mit meinem tollen Dutt, denn der hält wirklich super. Wie immer wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und natürlich freue ich mich über jeden, der kommentiert, liked oder mich sogar abonniert. Bis dann!